Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ein Paket ist da. Und zwar eine Firma hat mich angeschrieben. Eine chinesische Firma. Und die haben mich gefragt, ob ich Lust habe, Musikboxen zu testen. Und da sage ich natürlich nicht nein. Der Link zu der Seite ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir packen es einfach jetzt hier schnell aus. Oh, die sieht echt schön aus. Und die ist auch wasserdicht. Die ist ein wenig kleiner. Aber auch schön. Die ist laut. Ich probiere als erstes mal, glaube ich, die große aus. Da habe ich... Alter, geht die laut. Es müsste gleich donnern. Ich habe gerade nur so einen Blitz gesehen. Man kann einfach an diesem Rädchen hier drehen, um lauter, leiser zu machen. Man kann... nächstes Lied machen, indem man so rüber switcht. Ich zeige euch mal kurz, wie es regnet. Ich werde die auch nochmal draußen mit Freunden testen. Och nee, nicht schon wieder so schlechtes Wetter. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag wahrscheinlich vom letzten Video. Also vom letzten Tag. Das war nicht letzter Tag, sondern es war, glaube ich, Dienstag oder so. Da habe ich nämlich diese wunderschöne Musikbox hier ausgepackt. Ich habe übrigens kein Geld für diese Musikbox bekommen. Also ich habe nur diese Musikbox bekommen, um sie halt im Video einfach auszupacken. Und meine ehrliche Meinung, ich hätte auch sagen können, dass sie scheiße ist. Ich finde sie aber gut für den Preis auch. Ich glaube, die kostet nur 60 Euro. Also was heißt nur? Im Gegensatz zu irgendeiner JBL oder UE Boom oder so, die dann irgendwie mal schnell 200 Euro kosten. Finde ich die sehr, sehr gut. Wir hören jetzt aber auf mit dem Musikbox-Kram und beginnen die Ferien. Wir haben einfach Ferien. Wir haben Ferien. Ich bin mega happy, warum ich Freitag und Samstag, heute ist ja Sonntag, warum ich Freitag und Samstag nichts gefilmt habe, lag daran, weil eine Freundin... die ich im Urlaub irgendwie jedes Jahr treffe, ist hier runtergefahren zu mir für eine Nacht. Und da wollte ich halt einfach möglichst viel Zeit mit ihr verbringen und nicht mit Vloggen die Zeit verbringen. What a wonderful world. So, es ist der nächste Tag und ich sehe gerade im Bild, dass ich entweder einfach nur mega den Sonnenbrand habe. Hä, ich bin mega braun geworden. Kommt mir das nur so vor? Das hier ist jetzt eigentlich ein Video aus drei verschiedenen Tagen, so ein bisschen. Es sind Ferien und ich habe halt einfach, ich filme in den Ferien. Ich weiß nicht, ich dachte halt eigentlich, in den Ferien mache ich wieder Daily Vlogs. Aber es passiert halt nichts Spannendes. Ich sitze eigentlich einfach nur... den ganzen Tag am See mit Freunden. Und dann dachte ich mir, da ich ja, wer das noch nicht mitbekommen hat, der ist echt spät dran. Ich bekomme ja demnächst eine App für Android und Apple. Und da gibt es ja auch eine Q&A-Funktion, bedeutet, ihr könnt mir da Fragen stellen und die gegenseitig bewerten. Und so kann ich halt sehen, welche Fragen die meist bewerteten waren und so. Also kann ich praktisch gut für ein Q&A nutzen. Das ist das erste Q&A mit meiner App. Genau. Und ich gehe jetzt erstmal durch die meist gelikedesten Fragen, sage ich jetzt mal. Und zwar der Paul fragt, hast du immer noch das Iohawk, das du aus dem See gefischt hast? Wer das noch nicht wusste, das ist eine ziemlich, ziemlich geile Story. Ich habe einen Iohawk mal aus dem See gefischt. Und zwar David und ich saßen unten am See, ganz normal, und plötzlich fährt ein Typ mit dem Iohawk an uns vorbei. Er stolpert halt, also ich weiß nicht, wer von euch einen Iohawk hat. Und wenn man dann damit fährt, ein bisschen schneller, dann kommt es manchmal so ins Tobeln halt. Und dann ist der praktisch so sozusagen gestolpert. Das Ding ist in den See gekullert. Der stand da oben, schaut auf sein Board runter. Ich und David so, nein, das ist gerade nicht passiert. Und der Typ so, ja, ist kaputt. Ist kaputt. Hat ihn so überhaupt nicht gestört. Dann stand er da noch so 5 Minuten, hat irgendwas auf seinem Handy gemacht und dann ist er gegangen. Und da würde ich dachten so, hä? Was?
Und dann bin ich da halt rein, weil wir haben gesehen, dass diese Lichter von dem Ding noch geleuchtet haben. Also es hat eigentlich noch funktioniert. Und dann habe ich mir halt meine Schuhe ausgezogen und meine Hose hochgezogen, bin da reingelaufen, habe das rausgefischt. Genau, als wir es aus dem Wasser rausgezogen haben, hat es sogar noch gepiept und die Lichter haben halt geleuchtet. Und jetzt, dann habe ich es halt hier bei mir zu Hause aufgeschraubt und ich kann hier mal ein Bild einblenden. So sah es aus, ich habe es aufgeschraubt und dann Reis da überall reingeschüttet und so Wattepads, dass das halt praktisch so austrocknet. Dann habe ich es wieder zusammengeschraubt und ich warte eigentlich immer noch darauf, dass ich mich mal mit David wieder treffe und er mir sein iOrg-Ladekabel leiht. Weil wenn dieses Teil funktioniert, dann bin ich echt lucky. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, aber wenn es funktioniert, dann schaut einfach hier mal auf meinem Snapchat-Account vorbei. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Oh, das ist so geil, weil jetzt kann ich einfach auf Beantwortet klicken. Wenn ich diese Frage beantworte in der App, dann bekommt ihr sogar eine Nachricht, dass ich diese Frage in meinem nächsten Video, aufklären werde. Also das ist, wenn ihr irgendwas wissen wollt und ich die beantworte, dann entweder ich habe sie irgendwann schon mal beantwortet oder ich beantworte sie im nächsten Video. Alina Ben fragt, was halten deine Eltern davon, dass du YouTube machst? Also ich glaube, meine Eltern finden das eigentlich ziemlich cool, auch was ich da für eine Reichweite aufgebaut habe. Ja, die unterstützen mich dabei auch. Die Kamera, die ich jetzt benutze, die gehört ja nicht mir, das ist die von meiner Mutter. Ja, ich finde, die unterstützen mich da, die helfen mir immer. Julian fragt, was machst du in den Ferien? Ich habe am Donnerstag, also am 13.04. habe ich Geburtstag und die nächste Woche, also die nach Ostern, werde ich nach Berlin gehen für 5 Tage oder so, um die App zu releasen, weil die Entwickler von der App, die wohnen in Berlin und wir dachten uns halt, dass es ganz cool wäre, wenn ich dann bei dem App-Release dabei wäre. Nochmal die Alina Ben fragt, wer hat dir das Schneiden beigebracht, du selbst oder jemand anders? Das war ich eigentlich komplett selber. Ich habe mir das alles selber beigebracht und was ich halt nicht wusste, habe ich einfach auf YouTube nachgeschaut. Und das ist eigentlich auch ein voll guter Tipp, wenn ihr irgendwie mit iMovie oder Final Cut Pro irgendwas schneidet und nicht wisst, wie ihr was macht, gebt es einfach auf YouTube ein und da wird das in einer Minute oder so erklärt. Das ist ganz praktisch. Alina Ben fragt, darf man bei euch in der Schule die Handys benutzen? Nein, aber es macht halt eigentlich jeder. Es gibt halt Lehrer, die sind da mega, mega streng und manche, die juckt es halt gar nicht. Also bei manchen, da kannst du Musik im Unterricht, also bei manchen dürfen wir sogar Musik im Unterricht hören und manche sind streng, manche halt nicht. So, das waren jetzt nicht ganz so viele Fragen, weil auch noch nicht ganz so viele Fragen in der App da sind. Also, klickt mal auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Der führt nämlich zu der Website, wo ihr euch praktisch bewerben könnt dafür, dass ihr die App schon früher testen könnt. Also selbst wenn ihr da nicht dazu gehört, werdet ihr eine E-Mail bekommen, wenn die App online ist. Also dann werdet ihr eine E-Mail bekommen, dass ihr euch die App dann direkt downloaden könnt. Allein dafür könnt ihr euch da eigentlich mit eurer E-Mail-Adresse registrieren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ja, dann sieht man sich hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dahin, tschüss. Back to reality.